Der Jan aus Regensburg, fast 12.000 Zuschauer nach dem Desasterspiel in Sandhausen. Jetzt gegen den FC Erzgebirge Aue. Ein absolutes Spitzenspiel. Und natürlich wollten die Regensburger diese Schmach vergessen machen. Regensburg hatte die erste Gelegenheit in diesem Spiel. Dauerte bis zur 31. Minute gegenüber Faber. Und dann Garnhaus mit der Chance. Der Mann, der 7 Tore in den letzten 9 Spielen gemacht hat und auch hier gefährlich war. Männer auf der Linie glänzen, wie man ihn kennt. Und jetzt kommt was ganz, ganz Verrücktes. Barilla, Rückpass und Männer, da fliegt er durch die Gegend. Spektakuläre Rettungsaktion vom Routinier im Tor beim FC Erzgebirge Aue. Man stelle sich mal vor, das wäre schiefgegangen und der hätte den versenkt ins eigene Tor. Das wäre dann wahrscheinlich ein Jahrhundert-Eigentor gewesen. So blieb es beim 0:0. Pavel Dortchev, der Trainer des FC Erzgebirge Aue, entsprechend zufrieden. Wir springen in die zweite Halbzeit. Eine erste gute Möglichkeit von Bär, der ja auch gut drauf ist, 12 Tore gemacht hat in dieser Saison, vor allem in den letzten Spielen immer wieder gefährlich war. Auch hier ein wunderbarer Abschluss. Beide Mannschaften also mit Möglichkeiten in diesem Spiel. Standardsituation für den Jan aus Regensburg und Pulic prüft Männel. Nach Standards auch immer wieder gute Momente, auch auf der anderen Seite. Jetzt die Chance für den FC Erzgebirge. Jakob Weidinger, der da großartig übergreift. Da ist die Pranke. Super gemacht vom Keeper, vom Jan. Wieder der Jan aus Regensburg und Garnhaus mit der nächsten Chance, 10 Minuten vor dem Ende dieser Partie. Nach wie vor aber 0:0 unentschieden. Und dann gab es noch eine strittige Szene hinten raus. Der eingewechselte Hut wollte den Elfer, bekam ihn aber zu Recht nicht. 0:0 zwischen Regensburg und Aue, alle redeten danach nur über das spektakuläre Fast-Eigentor von Männel. Barilla und er üben das übrigens immer beim Fußball-Tennis. Wir spielen tatsächlich immer zusammen, aber ich glaube, er hat den Ball echt nicht gut getroffen. Ja. Braucht man nicht drüber reden. Ich habe den Ball versucht, irgendwie am Tor vorbei noch zu kriegen. Ja, man sieht es an meiner Kopfbewegung. Ich glaube, das ist so eine Szene, die passiert nicht aller Tage. Insofern gut, dass es gut gegangen ist. Ich glaube, Brille muss mir dann noch mal einen ausgeben. Es war einfach ein sehr intensives Spiel und beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Ich denke schon, dass wir ein, zwei gute Chancen hatten, wo von Bär zum Beispiel, Marcel Bär, wenn er das Ding reinmacht. Die Mannschaft, die heute in Führung geht, gewinnt das Spiel. Wir wussten, wir kriegen Chancen, weil wir in jedem Spiel uns Chancen erspielen oder auch durch Standards. Und heute ging halt der Ball leider nicht rein, aber nichtsdestotrotz haben wir einen Punkt errungen, sage ich mal. Und wie gesagt, die Null ist gestanden hinten. Und alle schauten auch nach dem Spiel nur auf Martin Männel. Selfie und Trikot. Selbst der Rasenpfleger wollte alles von dem wissen und haben, der fast das Jahrhundert-Eigentor gemacht hätte. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.